Lockeres Training an der Grünwalder Straße nach dem deutlichen Sieg im Toto-Pokal gegen den VfR Neuburg. 4:0 stand es am Ende für die Löwen. Felix Bachschmidt traf gleich dreimal vor insgesamt 2500 Zuschauern. Zur Freude der meisten Fans hat der TSV auch auf dem Transfermarkt noch einmal Stärke bewiesen. Der Regensburger Markus Ziereis wird wieder ein Löwe. Der 24-jährige Stürmer war bereits früher ein Blauer und kehrt jetzt zu seinem Heimatverein zurück. Auch in der Verteidigung gibt es ein neues Gesicht. Philipp Steinhardt kommt als Linksverteidiger und auch er kehrt an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Läuft also alles rund an der Grünwalder Straße. Am Sonntag kommen die Schanzer aus Ingolstadt in der ersten Runde des DFB-Pokals.